So, liebe Freunde, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Wir haben das letzte Mal gegen den FSV Mainz 05 gewonnen, 1-0, und damit starten wir mit einem Sieg in die Bundesliga-Saison und kriegen jetzt eine Nachricht von unserem Assistenztrainer. Bitte beachten Sie, dass folgende Spieler aufgrund von Einsätzen für die jeweilige Nationalmannschaft nicht zur Verfügung stehen. Das ist Kali Juri. Okay, müssen wir mitleben, können wir nicht ändern, haben natürlich noch ein bisschen Ersatz da, das ist nicht das Problem. Calvente zu Saisonbeginn wieder in Form, Vorrücker aus 4 Spekulationen darüber, blablabla. Er bleibt natürlich. Sieg, tolles Comeback für Kakmiadi. Makiadi heißt der Kollege natürlich. Natürlich ist er riskant, ein Spieler, der nicht, aber mit dem Einsatz muss man die richtige Entscheidung getroffen. Das war sehr gut. Horn überzeugt, auch ein Top-Einkauf, ganz klar. Mensch, da werden wir mit Lob überschüttet hier zu Saisonbeginn. Lewandowski und Huschti führen die Torjägerliste an und wir schauen mal, dass wir hier weitermachen. Unsere Transfers sind natürlich gesättigt. Ich schicke jetzt auch keinen Scout mehr los, aus einem einfachen Grund. Wir werden uns noch ein bisschen Transferbudget aufheben für den Sommer, für den Winter. Ich bin aber auch was von verpeilt heute, unglaublich. So, viele Mannschaften haben schon, es gab schon ein paar Spiele, okay. Jetzt schauen wir mal. Boah, letzter Transferfristtag. Der wird ja richtig inszeniert hier. Unglaublich. 10 Stunden verbleiben. Ausgaben gesamt in der letzten Frist. Was geht denn hier? Okay. Ja. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendeinen Spieler zu uns holen können. Ich wüsste jetzt zwar nicht wen. Allerdings gibt es so ein paar Spieler, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, so junge Spieler oder so gute Silberspieler aus Ultimate Team, die man jetzt mal schauen könnte, was die Kollegen dann kosten. Mache ich aber nicht, ich hebe mir noch ein bisschen Geld auf. Es verbleibt nicht mehr viel Zeit. Wir sehen hier Leo. Aha. Okay. Das ist ja recht interessant gemacht. Da ist ein Transfer getätigt worden. Christian Cabellos. Okay. Wir machen jetzt mal Folgendes. Und zwar können wir nochmal eben auf die Wunschliste schauen. Ob wir da noch einen Spieler drauf haben, den wir vielleicht doch noch holen könnten. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich den Kollegen Matthäus nicht noch holen soll. Die Finanzen lassen es zu. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Kommt, wir versuchen mal Flamengo, Kauf, kontaktieren. Wir werden... Der Transfer scheint möglich, du kannst dein Angebot unterbreiten. Das senden wir doch mal direkt. 1,6 Millionen. Immer noch 4,6 Millionen übrig. Ansonsten vielleicht noch Stürmer... Einen linken Flügel, da haben wir halt nur Calvente. Vielleicht holen wir jetzt noch einen linken Flügelspieler. Allerdings muss ich da jetzt einfach mal fix überlegen, wer da so alles möglich wäre. Da fallen mir leider erstmal im Moment nicht so wahnsinnig viele ein, die jetzt bezahlbar wären für mich und gleichzeitig auch noch auf dem Markt sind und mich auch vorwärts bringen. Das ist ja immer ganz wichtig. Da gäbe es zum Beispiel einen Ika Muniain, der natürlich einfach nicht bezahlbar ist für uns. Ansonsten, es gibt viele, die sich Sterling holen und Sterling ist auch relativ gut. Allerdings glaube ich nicht, dass der Kollege uns wirklich weiterbringen wird. Es gibt noch einen sehr jungen Spieler bei Chelsea, das ist der Herr Lucas Piazon, weiß ich nicht genau, wie man den ausspricht, ein Brasilianer bei Chelsea. Ich glaube aber nicht, dass der uns großartig vorwärts bringen wird. Ansonsten sehe ich da jetzt keine Spieler, die sofort für uns erreichbar wären. Es gibt noch einen Marokkaner. Der Kollege nennt sich Tanan, spielt bei Herrenfeen und sollte finanzierbar sein, ist aber in dem Spiel noch nicht so gut. Er hat nur ein 61er Rating.
Ob uns das in den 65er Rating, ob uns das so viel bringt, bleibt zu bezweifeln. Ansonsten können wir hier nochmal nach einem Brasilianer schauen. Wir schauen einfach mal. Also Transferspieler kaufen. Und dann kaufen wir jetzt den Herrn. Moment. Den Herren. Wir müssen erstmal hier. Deutschland kommt natürlich weg. Klar. Und er nennt sich Thomas. Allerdings kann ich das schon wieder nicht schreiben. Jaguari. Mal gucken, ob hier ob die zweiten Namen auch geführt werden in dem Spiel. Das weiß ich leider nicht. Ist fast nicht. Mal gucken, wenn die Suche hier einigermaßen durch ist, ob sich etwas ergibt. Doch, da ist er, Thomas. Und der sieht in meinen Augen, wenn wir uns den mal anschauen, relativ starker Antritt, relativ hohe Beweglichkeit, 71er Rating schon. Und, was ganz wichtig ist, 4 Sterne Spezialbewegung, finde ich ziemlich gut, muss ich ehrlicherweise gestehen. Auch noch sehr jung. Den würde ich halt, da schauen wir mal, wie das ausschaut. Zeigt großes Potenzial. Flamengo kontaktieren für Kauf. Das Geld ist ja noch da. Wir müssen richtig investieren, um ihn zu holen. Dann probieren wir es nochmal mit 3,3 Millionen. Leider ist auch wieder ein Spieler, der kein Bild hat. Aber gut, da müssen wir einfach durch. Ansonsten gibt es noch den Herrn Bruma von. Mir wurde nämlich die portugiesische Liga empfohlen. Weil es da doch viele Flügelspieler gibt. Und ja, dem bin ich mir durchaus bewusst. So, gucken wir mal. Bruma nennt der Kollege sich, ist Portugiese, linker Flügelspieler. Und spielt meines Wissens nach bei Sporting Lissabon. Komm, such mal. Und es hat auch noch einen rechten Fuß. Das ist natürlich richtig gut. Auf dem linken Flügel einen rechten Fuß zu haben, ist glaube ich sogar auf beiden Flügeln einsetzbar. Das wäre natürlich eine Geschichte, die uns richtig gut gefallen würde. Er hat leider auch wieder kein Bild drin. Ich finde das immer ein bisschen schade. Hat auch nur 3 Sterne Spezialbewegung. Allerdings hat er jetzt schon 89 Sprinttempo. Er ist auf der Leihliste. Wir gucken mal, was einen Kauf betrifft. Der Meinung scheint möglich. Du kannst. Okay. Er scheint möglich, dieser Kauf. Das heißt, wir fragen einfach mal an. Er ist auch erst 17 Jahre alt, also richtiges Talent. Mal schauen, was sich da ergibt. Das sind so Spieler, die mir von euch empfohlen wurden. Übrigens, die habe ich hier auf einer Liste, die gehe ich gerade ein bisschen durch. Und vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, den ihr auch noch nicht kanntet, den ihr vielleicht auch selber mal spielen wollt. Und ja, ich kann euch auch zusätzlich noch eine Seite nennen, wo ihr, die werde ich in die Videobeschreibung reinposten. Das ist eine Seite, da steht relativ viel zu FIFA Ultimate Team. Sorry, nicht Ultimate Team, sondern Karrieremodus. Und dann gibt es, den habe ich halt, diesen Spieler, der jetzt kommt, habe ich über die Seite gefunden. Und das ist der Herr Chanturia. Oder Canturia, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und der müsste sogar ein Bild von sich online gestellt haben. Ja, natürlich obligatorische Möglichkeit wäre halt auch noch Neymar gewesen. Aber der Herr Neymar ist für uns nicht so ganz finanzierbar. Hier sehen wir ihn, Canturia. Und wenn ihr jetzt mal schaut, er ist nicht ganz so schnell. Das ist leider ein bisschen schade. Aber, Achtung, er hat Flair, 5 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Spezialbewegung. Das ist schon ordentlich. Das ist schon richtig, richtig ordentlich. Und ja, also den werden wir uns einfach mal auf die Wunschliste packen. Der kann auch nicht so teuer sein. Bei Dribbling, Beweglichkeit, Ballkontrolle, Sprinttempo, der ist schon ordentlich, ja, der ist schon gut dabei, der Kollege. Aber den machen wir mal auf die Wunschliste. Und dann gibt es noch einen, den vielleicht viele kennen aus Altim. Okay, das ist halt
Griezmann, der war letztes Jahr ziemlich stark. Antoine Griezmann oder wie auch immer der sich nennt, der Kollege. Und es gibt einen Spieler, der würde mich richtig extrem reizen, der wird aber einfach nicht bezahlbar sein. Das ist Iker Muniain. Der hat jetzt, glaube ich, ein 80er Gesamtrating und ist für mich damit jeglich von gut und böse. Ich werde einfach mal suchen, mal schauen. Aber ich glaube, mit seinem 80er Gesamtrating, der kostet bestimmt an die 70, 80 Millionen. Laut Transfer, also mit fester abgeschriebener Ablösesumme oder wie auch immer man sich das nennt. Suchen wir ja Muniain. Habe ich den jetzt falsch geschrieben? Klar habe ich den falsch geschrieben. Ja, natürlich habe ich ihn falsch geschrieben. Ah! Iker Muniain. Ja, natürlich habe ich ihn falsch geschrieben. Muniain. Da haben wir ihn. Suche starten. Verzeihung. Ja, und ihr seht auch, diese Folge wird vielleicht keine allzu spielinhaltlich große Folge. Ja, okay, ich finde ihn jetzt nicht. Macht auch nichts. Das sind die Spieler, wo wir jetzt mal angefragt haben. Und mal schauen, was sich da ergibt in den nächsten Stunden. Canessin wechselt zu Bayern. Das ist interessant. Canessin ist ein relativ guter Spieler. Okay, jetzt ist irgendwas passiert. Angebot akzeptiert von Flamengo. Thomas überdacht und können dem leider nicht zustimmen. Wieso müssen wir nicht? Wir sind der Ansicht, dass er mehr wert ist. Das ist natürlich auch Beschiss. Ach, das ist Matthäus. Okay, okay, okay. Ja, wir können natürlich den Herrn Bruma holen. Wir werden das auch machen. Wir holen den Herrn Bruma. Der hat meiner... Er hat leider nur... Aber er will nicht viel. Er will nur für 4 Jahre beschäftigt werden. Er kriegt die Rolle des Rotationsspielers. Dann legen wir uns auch nicht so sehr fest auf irgendwas. 2,4 Millionen. Und wir holen dazu auch noch Matteo fürs offensive Mittelfeld. Auch keine schlechte Geldanlage, denke ich mal. Rotationsspieler. So, jetzt ist unser Kader denn so jung. Wenn die beide noch annehmen, ist, haben wir einen so jungen Kader. Und ja, damit können wir wohl beruhigt in die Saison starten. So, was haben wir jetzt abgelehnt? Können leider nicht zustimmen. Ich möchte eine größere Rolle in ihrer Mannschaft spielen. Ah, okay. Neues Angebot unterbreiten. Los, wir bieten ihm einfach ein bisschen mehr Geld. 4 Jahre. Rotationswichtiger Stammspieler. Das kann ich ihm aber eigentlich noch nicht bieten. Ja gut, doch. Wir versuchen es so. Wir machen ihn zum wichtigen Stammspieler. Das heißt nicht, dass er jedes Spiel spielen muss. Ganz klar. So. Das ist alles geklärt. Nein, Bruma. Angebot akzeptiert. Das nehmen wir natürlich auch an. Bruma ist damit in unserem Verein angekommen. Ja. Neue Verpflichtungen. Okay, machen wir gleich die Aufstellung. Wir warten jetzt hier noch den letzten Transfertag ab. Es sind noch 4 Stunden. Angebot akzeptiert. Das nehmen wir jetzt auch an. Damit haben wir noch 2,2 Millionen Transferbudget. Und ich denke, damit lässt es sich in den Winter gehen, um eventuell noch Platz offen zu haben. Also wir sehen hier am letzten Transfertag, in den letzten Stunden wurden bisher 13 Millionen nochmal ausgegeben. Es sind noch 3 Stunden, sind noch Zeit. Nur 2 Stunden, wir sind schon bei, wow, richtig viel Geld. Wer ist denn jetzt noch gewechselt hier für so viel Kohle? Man sieht leider keine Übersicht. Pato eventuell zu Lazio Rom, das wäre natürlich auch eine Riesengeschichte. Montillo, okay. Der sieht ein bisschen aus wie Lars Ricken, der Kollege da. Und die Zeit ist fast um. Letzte Frist für Transfers abgelaufen. Heutige Gesamtausgaben allein fast 30 Millionen. So, der Scout ist zurückgekehrt. Oh, das muss ja, oh. Beim letzten Training ist für Bruma. Was ist das denn? Der kommt gerade erst an und ist dann gleich 6 Tage verletzt. Naja, schade. Machen wir sofort.
Scout ist zurückgekehrt und ist Gott wieder da und hat einen jungen Spieler mitgebracht, von dem er glaubt, dass er das Zeug zum Weltklasse-Fußballer hat. Der Junge ist wirklich sehr talentiert und hat wohl eine große Zukunft vor sich. Es liegt jetzt an uns, ihn zu fördern und zu trainieren, dass er sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Und Schneelin gelangt sich zum Scouting-Bericht. Schauen wir uns den Kollegen nochmal an. Oha, Potenzial 79 bis 94. Diego Castillo nennt sich der Kollege. Spanier. Rechter Flügelspieler anscheinend. Abschluss richtig groß. Ja, nicht verkehrt. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit ihm? Sollen diese Spieler in die erste Mannschaft übernommen werden? Ja, natürlich soll er übernommen werden, aber mit 16 Jahren. Ich weiß nicht, was am günstigsten ist. Freigeben wollen wir natürlich nicht. Wir bieten ihm. Ich glaube halt, dass er noch zu jung ist. Spielerinfo, da haben wir es. Verzeihung. Dass er noch zu jung ist, um bei uns, egal, die 17-Jährigen spielen auch, Vertrag anbieten. Wir binden ihn direkt an uns. Wir machen das Ganze hier. Vorschläge, Geschäftsführer. Nee. Wir machen 5 Jahre Gehalt pro Woche. Kriegt er schon 1.000. Und wenn er den annimmt, haben wir ein richtig großes Talent bei unserem Verein. Teamfall. Beim letzten Training, bla bla, das hatten wir ja schon. Über die wir weitere Informationen haben. Je mehr Zeit wir mit Jungs verbringen, desto besser können wir ihre Stärken und Schwächen einschätzen. Okay, achso, die müssen hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Alles klar, das, ja. Vielleicht haben wir jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Keine Ahnung. Ansonsten ist es einfach Lehrgeld, was wir bezahlen müssen. Jetzt muss es ohne Baumann gehen. Der umstrittene Transfer war Verkauf, Baumann, Weste, bla bla bla. Haben wir doch schon gezeigt. Ich bin kein gefragter Mann, denn ich bin für keinen anderen Club verfügbar. Ganz einfache Geschichte. Und wir machen weiter. Der letzte Transfertag ist damit abgelaufen. So, und ich sage vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Episode von Let's Play Karriere mit Mr. McCauley und dem SC Freiburg. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Gebt mir noch ein Abo, gebt mir ein Like, macht irgendwas, aber macht etwas. Ansonsten meine Facebook-Seite nicht vergessen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Mr. McCauley. Ciao. Ein Leben ist viel zu kurz. Und solange ich lebe, will ich Spannung haben. Ich fühle mich gesund und fit und ich freue mich,